So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist ein Intro, was ihr zweimal sehen werdet zur Hensler Pizza. Ich hoffe, es ist auch die Hensler Pizza, denn Bierschanga hat mir letztens ein Bild geschickt. Im Familia hat sie eine Hensler Pizza gesehen. Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass es diese überhaupt gibt von Grill den Hensler. Der hat Pizza gemacht, 4 verschiedene Sorten und sie kam auf die glorreiche, geistreiche Idee. Ich schicke dir mal ein Paket und pack dir alle 4 Sorten rein. Jetzt kam das Paket an. Sie hat es am Donnerstag losgeschickt. Am Samstag ist es angekommen. Ich denke jetzt, das ist eh alles nur Brei, der da drin ist. Sie hat es zwar in eine Kühltasche rein, aber das hält sich ja nicht. Das ist ja nichts. Und dann hat sie gesagt, da ist noch eine Suprema drin. Und insgesamt sind es nur 3 Pizzen. Also sind es ja von 4 Hensler Pizzen nur 2 Hensler Pizzen. Welche Sorten sind es aber? Die anderen 2 restlichen will sie nochmal extra in ein Paket schicken, beziehungsweise hat das schon losgeschickt. Deswegen wollen wir heute mal Pizza testen. Hensler Pizza per Post. 2 Sorten, also eine Sorte in diesem Video, eine Sorte im nächsten Video. Ich zeige aber trotzdem erstmal komplett, was in diesem Karton drin ist, obwohl wir nur eine davon machen und wie das eingepackt ist. Und wie gesagt, dieses Intro habt ihr dann zweimal. Ihr macht das auf, ihr habt hier eine La Familia, eine Familia-Tüte drin, eine Gefrierbeutel-Tüte. Und wenn wir die rausholen, haben wir jetzt, also für mich ist es so, wenn du eine gefrorene Pizza hast, packst du die in die Tüte, läufst 20 Minuten heim, packst die ins Gefrierfach, safe. Dass du das aber hier 2 Tage dann durch ganz Deutschland schickst in dieser Tüte, das ist, glaube ich, nicht dafür vorgesehen oder dafür geeignet. Hier ist jetzt eine Suprema Pizza drin. Was für ein Zufall. Diese Pizza habe ich letztens bei mir gesehen und getestet. Also, das ist gut gemeint. Aber ich wollte die 4 Hensler Pizzen. Trotzdem danke für diese Gratis-Pizza, die es jetzt hier noch ist. Denn die fand ich gut. Die hat mir gut geschmeckt. Ich hätte sie mir trotzdem nicht nochmal geholt. Aber so gratis nehme ich die natürlich nochmal mit. So, wir haben jetzt hier eine grüne Hensler Pizza drin. Es ist halt wirklich Hensler. Und hier eine orange Hensler Pizza. Dann gibt es noch gelb. Dann gibt es noch lila. Aber die kommen im nächsten Paket. Und das war jetzt das Intro. Danke an Bierschanga für diese crazy Aktion. Auch wenn das jetzt alles aufgetaut ist, ich direkt jetzt beide machen muss, teste ich die in Einzelvideos, schneide das ran. Und es hat zum Glück noch geklappt, dass das jetzt am Samstag gekommen ist. Von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Am Freitag hat sie aber das nächste Paket geschickt mit den 2 restlichen. Das wird wohl dann erst am Montag ankommen. Aber egal, es sind keine 30 Grad, sagt sie, das geht schon. Und den Dünnschiss habe ja eh ich. Jetzt aber der eigentliche Test. So, kommen wir jetzt zur zweiten Pizza. Wir haben im letzten Video gezeigt, Hensler Pizza per Post. Wir haben die grüne gemacht. Das war hier diese Bella Verdure, sehr gemüselastig mit Blumenkohl, mit Schmand. War okay vom Geschmack her. Rand hatte mich aber nicht so überzeugt. War mir dann dadurch innen drin zu wenig Durchmesser alles. Wir haben jetzt aber eine, die müsste mich komplett ansprechen. Die war auch jetzt aufgetaut durch die Post, 2 Tage unterwegs alles. Aber das ist die Henslers Pizza Don Diavolo. Diavolo ist ja gut, Don steht hier extra noch mit drauf. Ist das nochmal mehr als Diavolo? Wir haben wieder A Slice of Heaven, Steffen Hensler. Wir haben hier das Bild dazu. Da steht er, da ist die Pizza. Hier sind Facts. Mit pikanter Nduja, Pizza Salami war gestern. Verfeinert mit Steffens Gewürz. Boden mit Liebe von Hand geformt. 48 Stunden Teig. Reifung, wie es sich gehört. Richtig spicy. Riesengeschmack mit fast 30 cm Größe. Fertig in nur 6 bis 8 Minuten. Ich werde die natürlich auch wieder falsch machen. Ich werde jetzt nicht extra das Backpapier wegtun und das Rost reinlegen und Umluft daherzerren. Wir machen die jetzt einfach auf. Beste Steinofenpizza, belegt mit fruchtiger Tomatensoße, Mozzarella, Pikanter, Nduja und roten Zwiebeln. Diese Suprema, da stand doch auch ein Nduja drauf, oder? Also wenn ihr, vor allem ist hier immer falsch rum drin. Wenn ich das so habe, denke ich doch, das ist oben. Und dann nehme ich die raus und ich habe sie immer falsch rum, weil sie irgendwie immer andersrum liegt. Also, das habe ich nicht verstanden. Das ist bestimmt ein Running Gag, der hier ausgepackt wird. Und das habe ich gemeint, mit alle anderen haben immer so komische billige Folie. Die reißt du mit der Hand schnell auseinander. Das ist so eine starke, hochwertige Folie, die richtig dick ist und glänzt und mega glatt ist. Also diese Folie, 6 Euro, gebe ich da gerne aus. Jetzt muss ich aber in der Mitte
hier mal durchschneiden. Ich sehe schon, der Rand sieht auch irgendwie anders aus. Bei dem anderen war das alles hell. Hier hat er schon diese schwarzen Stellen überall. Das hat der Holle, glaube ich, auch mal in einem Video gesagt. Ich habe mir ein einzelnes Video von Holle zu Tiefkühlpizza angeguckt. Und genau da war das alles drin. Da habe ich zwar nicht gesehen, wie er die Hänsler-Pizza getestet hat, aber wie er über diese schwarzen Ränder da geredet hat, dass das gut ist, weil da kommen richtige Röstaromen rein. Und das wird beim Aufbacken, wenn das vorgebacken ist, ist das nochmal richtig stark. Aber wieso ist da jetzt ein anderer Rand als bei der? Ich dachte, das ist überall der gleiche. Die ist jetzt also hier. Ich sehe, naja, keine Wurst, also keine Peperoni-Salami, keine Salami. Aber ich sehe wahrscheinlich Nduja, weil Nduja ist was, weiß ich nicht. Da sind Zwiebeln überall drauf. Die packen wir jetzt mal in den Ofen und dann gucken wir mal, wie die schmeckt. Genau so. So, die zweite Pizza für mich ist fertig, aber die erste für euch in diesem Video. Denn das ist die Don Diavolo. Und ich muss schon sagen, die sieht auf Anhieb auch irgendwie viel krasser aus, viel besser aus. Nicht nur durch den Zebra-Rand, der sich hier gebildet hat, also der war ja vorher auch schon da. Die Zwiebeln, das Rote, das sieht richtig feurig aus, das sieht auch ein bisschen käsig aus, das sieht irgendwie würzig, lecker, appetitlich, angenehm aus, muss ich sagen, das passt. Die andere war mir irgendwie zu hell, zu weiß, zu grün, zu alles gleichzeitig. Aber der Karton war ja auch grün, also eigentlich sieht es genauso aus, wie es aussehen soll. Diesmal machen wir erst das Thumbnail, und zwar dieses hier. So, ich muss immer, das blendet immer. Du willst ja den dummen Karton drauf haben, aber gleichzeitig jetzt auch die Pizza drauf haben. Das ist immer so ein bisschen, naja. Der Karton sieht insgesamt auch besser aus, weil der ist nicht komplett durchgeweicht und faulig. Der Hänsler grinst hier sogar noch mehr. Das ist super genial. Jetzt schneiden wir es aber erstmal auf. So, Marie hat von der anderen Pizza ein Stück gegessen, Sandra nicht. Ich habe Sandras Stück jetzt noch gegessen. Jetzt ist mir schlecht durch den Schmand, obwohl Schmand wäre genau ihrs gewesen. Marie wollte das zweite aber nicht, wegen den Würfelchen, den Tomatenwürfelchen. Da waren zu viele drauf. Hier dürfte Marie eigentlich gar keins essen, weil das ist ja Diavolo, aber das weiß sie ja nicht. Und Sandra mag ja Diavolo, also da wird sie doch versuchen, dann mal eins zu probieren. Jetzt muss ich das aber wieder aufteilen. Also, was sieht gut aus? Was möchte ich essen? Und was sieht gut aus? Wir nehmen einfach das, ziehen das nach da. Das ziehen wir einfach nach da. Dann ist es gerecht aufgeteilt. Einmal hier, einmal da. Wir haben noch zwei Stück für mich übrig. Eins mit viel Käse drauf. Also hier ist viel Käse und hier ist viel Rot. Also das ist die perfekte Aufteilung. Und das wollen wir jetzt so natürlich probieren. Also, fruchtige Tomatensoße. Sandra hat Tomatenwürfel. Ja, Mozzarella ist auch wieder am Start. Rote Zwiebeln, sieht man. Pikander. Nduja, Pikander Nduja. Was ist Nduja? Hinten sieht halt auch alles genauso aus und deswegen würde ich sagen, egal. Da brauchst du dir nicht weiter angucken. Wir probieren mal. Wir nehmen jetzt auch mal die, wo mehr Rot drauf ist. Die war, glaube ich, ein Müh länger drin und ist deswegen auch ein bisschen besser in der Hand. Da fällt schon alles runter. Also die kann man besser essen. Ich tue sie jetzt trotzdem mal zusammenfalten und so in die roten Zwiebeln beißen. Jetzt hat sich die Zwiebel, hat sich oben so an den Gaumen so festgefangen, gehalten. Wollte nicht mehr loslassen, aber ich habe den Kampf gewonnen. Ja, schmeckt gerade einfach nur nach Zwiebeln. Mit Tomatensoße. So, keine Ahnung, wie wenn du hier Nudeln mit Tomatensoße isst und statt so eine Zwiebel reinzulegen, dass es den Geschmack aufnimmt, hat die Mutter immer Zwiebelstückchen gemacht und da rein, dass du die immer mitessen musstest und hast jedes Mal neben dem fruchtigen Tomatengeschmack noch die Zwiebeln gehabt. Aber mehr merke ich gerade nicht. Was ist Nduja? Nduja? Wo ist da was scharf? Wo ist da Diavolo? Diavolo, wie gesagt, ich kenn's mit Peperoni-Salami oder sowas drauf oder mit irgendwas scharf. Habe ich jetzt hier nicht. Ich habe hier gerade keinen Spicy-Geschmack. Auch beim zweiten Biss bleibt sehr tomatenlastig. Also bis jetzt muss ich sagen, ich bin enttäuscht. Weil an die habe ich ja jetzt Erwartungen gehabt, die gar nicht erfüllt werden und ich da ein bisschen enttäuscht bin. Bei der ersten habe ich nichts erwartet und war positiv überrascht. Was mich jetzt total fertig macht, dass eine Gemüsepizza besser schmecken kann als eine Diavolo. Wir probieren nochmal ein Stück.
wo was Inneres ist, plus aber auch Rand. Der Rand macht einen leicht besseren Eindruck als bei der Gemüsepizza. Es sieht ja auch anders aus, aber ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Vielleicht sollte der andere auch so aussehen, aber irgendwie, vielleicht, dass es halt auch ein bisschen länger drin war, passt der Rand besser zum Allgemeinbild. Aber das Allgemeinbild enttäuscht mich trotzdem, weil irgendwie da halt nichts ist. Also ich erwarte da ja Spice. Ich erwarte da Spicy. Das ist vielleicht gut, weil es den anderen dadurch nicht zu scharf ist, wenn ich gar nichts merke. Aber ich habe ja noch Tabasco. Tabasco machen wir uns jetzt mal auf das andere Stück. Okay, Moment, bevor wir zum Tabasco kommen, ich habe mal ganz kurz gegoogelt nach 'Nduja. 'Nduja ist eine italienische, würzig, pikante, weiche Rohwurst aus Kalabrien. Aus Kalabrien. Das Wort 'Nduja stammt von der französischen Wurstsorte 'Andouille ab. 'Nduja kann kalt als Brotaufstrich oder zum Verfeinern von Soßen verwendet werden, aber ich bin trotzdem jetzt enttäuscht, deswegen mache ich mir jetzt das Tabasco drauf, denn das rote Tabasco passt zu der roten Soße, zu der roten Pizza. Das muss ja auch irgendwann mal leer werden. Hier finde ich zum Beispiel, guck doch mal hier, hier ist kaum Rand. Hier geht der Belag bis hierhin, dann hast du dieses kleine Stück Rand. Bei dem anderen war permanent so viel Fettrand außenrum, also das passt schon besser, wenn ich mir das angucke. Da ist weniger Rand, aber bei dem anderen ist es genau andersrum, wenn ich mir hier das hintere nehme. Da hast du wieder nur, wenn du den Rand wegdenkst, so ein Stück Pizza, aber das alles Rand, so viel Rand, so richtig fetter, dicker Rand, der halt, naja, nach nichts schmeckt und einfach nur zum Festhalten da ist. So, einmal Rand halten, gerade ist, wir machen uns jetzt hier das Tabasco drauf. Gut, auf der Ecke jetzt, da waren auch kaum Zwiebeln drauf und ohne die Zwiebeln schmeckt es halt gefühlt nach nichts. Jetzt habe ich den Tabasco-Geschmack, aber der Rest bleibt irgendwie aus. Das heißt, ich bin wirklich von der Diavolo enttäuscht. Und es ist jetzt würziger natürlich durch das Tabasco, aber das kannst du überall drauf machen. Also kannst du dir auch eine Billigpizza nehmen, eine Billig-Ja-Edelsalami, immer noch mein Favorit. Machst das da drauf und hast trotzdem ein gutes Gefühl, was Kräftiges, was Pikantes. Aber die würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Ich wollte ja schon die andere nicht nochmal kaufen, obwohl ich sagen muss, die andere hat mich deutlich mehr überzeugt. Aber die ist komplett durchgefallen bei mir. Ich mache jetzt trotzdem wieder Tabasco drauf, esse den Rest von der noch auf und würde sagen, habt ihr schon mal die Henslers Pizza probiert? Schreibt's mal rein. Ich bin gespannt, wenn das andere Paket kommt, welche zwei Sorten noch da sind. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.